Seit rund 18 Jahren hat auch die Firma Elotec in Mainhausen-Mainflingen ihren Sitz. In diesem mittelständischen Unternehmen der Elektroindustrie werden von 30 Mitarbeitern elektrische Steuerungen und Stromverteilungen konstruiert und gebaut. Diese sind für den Maschinen- und Anlagenbau, die Verfahrenstechnik sowie die Energieversorgung von Werksanlagen und Gebäuden, also Investitionsgüter für gewerbliche Abnehmer. Unsere Kunden sind überwiegend Maschinen- und Anlagenbauer im Großraum Rhein-Main. Einige davon mehr im Inlandsgeschäft tätig, andere stark exportorientiert. Weswegen mehr als die Hälfte aller Steuerungen, welche Elotec fertigt, ins Ausland gehen. Viele nach Fernostasien und in die USA. USA deshalb, weil die Elotec Elektrotechnik GmbH nicht nur seit 15 Jahren nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 zertifiziert ist, sondern auch seit mehr als 9 Jahren eine Approbation nach der nordamerikanischen UL-Norm besitzt. Alle Schaltschränke sind auftragsbezogene Einzelstücke. Bevor eine Steuerung in der Werkstatt gebaut werden kann, geht eine Konstruktion voraus. Dies geschieht hier auf Basis hochmoderner Elektro-CAD-Systeme. In der Regel werden für die Schaltschränke Standardgehäuse vom Marktführer verwendet, die hier gerade angeliefert werden. Die Gehäuse werden auf dieser Mehrachsen-CNC-Maschine nachbearbeitet, ebenso wie die Montageplatten, auf denen anschließend die Schaltgeräte angebracht werden. Auf die so vorbereiteten Montageplatten werden zunächst Verdrahtungskanäle und Tragschienen aufgenietet. Anhand der Zeichnungen und Materialstücklisten werden im nächsten Schritt die Bauteile platziert und beschriftet. Hier muss mit großer Sorgfalt gearbeitet werden, denn Fehler können den Ausfall ganzer Anlagen bedeuten. Erfahrene Fachleute verdrahten anschließend die Steuerungen. Nach der Fertigung durchlaufen alle Steuerungen und Verteilungen eine Endkontrolle. Die Schränke gehen von hier aus oft direkt auf Baustellen, viele davon ins Ausland, sodass die Produkte fehlerfrei und zuverlässig in Betrieb gehen müssen. In einem Schaltschrank werden alle Bauteile, alle Klemmen und oft auch jeder Draht detailliert beschriftet. Dies dient im Falle von Wartung oder Störungssuche der schnellen Auffindbarkeit. Die fertig montierten und geprüften Schränke werden dann verpackt und verladen. Die Auslieferung erfolgt dann auf der Straße, per Schiff und wenn's mal ganz eilig ist, auch per Flugzeug, von Mainhausen in alle Welt.